Senior, eine Sendung des Evangeliumsrundfunks für Menschen im dritten Lebensabschnitt von und mit Kurt Scherer. Unser Thema heute: Weisheit des Alters. Liebe Hörer, zur Weisheit des Alters gehört das Wissen, meine Zeit steht in Gottes Händen. Von diesem Wissen lebte der König David bis in sein Alter. Meine Zeit steht in deinen Händen, das heißt doch, Gott hält die Fäden unseres Lebens in seiner Hand und verknüpft sie meisterhaft. Wir sehen jetzt nur die linke Seite des Gewebes unseres Lebens, doch einst, wenn wir dem Wechsel der irdischen Jahre entnommen sein werden, werden wir mit anbetendem Staunen die Gott zugekehrte Seite sehen und entdecken, dass seine Hände aus unseren hellen Fäden des Glücks wie aus den dunklen des Leids ein vollendetes Kunstwerk geformt haben. Meine Zeit steht in deinen Händen, ein Wissen, das im Alter Rückhalt gibt. Das folgende Lied, gesungen von Wilfried Reuter, nimmt diese Gedanken auf. Der Text stammt aus der Feder von Käthe Walder. Des Lebens Jahre uns entgleiten, gleich einem Strom nach ebenem Rad. Du wendest wieder Zeiten im Buch des Lebens um ein Blatt. Du schreibst darauf mit heiligen Zügen, was unser Herz hier nicht versteht. So lass den auf im Dunkeln mit dir geht. Es steht die Zeit in deinen Händen, lass sie uns füllen, still und treu. Und wenn du dieses Blatt magst wenden, so gib das es dein Leben. Jeder Tag ein Blatt im Buch des Lebens. Es wird kein leeres darin sein, wenn wir im Laufe unserer Jahre das Ziel unseres Lebens nicht aus den Augen verloren haben, Frucht zu bringen in der Zeit für die Ewigkeit.
Drei Eigenschaften scheinen mir wesentlich als Frucht des Alters: Weisheit, Reife, Hoffnung. Die Weisheit des Alters ist nicht nur die Fülle gesammelten Wissens und auch nicht nur der Reichtum einer langjährigen Erfahrung, so wertvoll beides ist. Weisheit eignet man sich auch nicht an, wie man einen mathematischen Lehrsatz einübt. Weisheit wächst und entfaltet sich im Laufe der Jahre und kommt im Alter zur Reife. Die Konsequenzen, die wir aus dem erworbenen Wissen, den Lebenserfahrungen und aus unserem Lebensgeschick ziehen und verwerten, sowie Gottesfurcht und Ehrfurcht vor dem Leben, sind der fruchtbare Boden, auf dem die Weisheit wächst und gedeiht. Die Weisheit des Alters ist Gelassenheit den oft erregenden Geschehnissen des Alltags gegenüber. Sie zeigt sich an dem abgewogenen Urteil über das eigene Leben und die Zeitgeschehnisse, an der großen Freiheit und Geduld gegenüber der oft rebellischen, vorwärtsdringenden Jugend, an der klaren Erkenntnis dessen, was im Leben groß und was klein, was Hauptsache und was Nebensache ist, und vor allem an der Reife und Klarheit des Lebensstils im Alter. Weisheit im Alter ist eine der großen Gnadengaben Gottes, die das Altern entgiftet, es nicht zur Last, sondern zur dankbaren Gabe Gottes macht. Wir sollten das Gebet in unserem Leben üben: Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Reif werden ist die größte und schönste Aufgabe des Alterns. Folgender Brief stellt es uns vor Augen. Du fragst mich nach meinem Ergehen. Im Herbst werde ich 86 Jahre alt, Augen und Ohren werden schwächer, aber ich kann mich einrichten. Eine herrliche Hilfe ist ein Tonbandgerät für Musik und das gesprochene Wort, das ich zugesandt bekomme und mir auch selbst besorge. Mein Herz ist klapperig, meine Knie und andere Gelenke arthrotisch, aber ich bleibe in Bewegung bei täglichen Spaziergängen. All das melde ich nur auf deine Bitte hin. Ich habe nichts zu klagen. Hinter mir 86 Jahre, reich ausgefüllt, aber auch erfüllt. Ich erlebe Gutes, Schönes, Bitteres. Wie viele nahestehende Menschen sind ins Grab gesunken. Ich bin bereit. Solange ich noch hier bin, bin ich freudig und dankbar, Jüngeren in ihren Nöten zu helfen. Hier spricht die Reife des Alters. Zum Reifwerden gehört auch das Aufarbeiten und Ordnen der Vergangenheit. Und es gehört dazu, dass wir das Wort Jesu bejahen und uns täglich darin üben: Wenn du aber alt wirst, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Der reife Mensch strahlt die Frucht des Geistes aus: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Er lebt in einer stillen, abgeklärten Freude, die den Glanz der Ewigkeit widerspiegelt. Zu ihm zieht es einem immer wieder hin. Man wird durch ihn gesegnet. Auf dem Alter liegt aber auch ein großer Ernst. Und damit wären wir beim dritten, der Hoffnung. Das Altern ist der Weg zum Sterben, der Weg vor Gottes Thron, vor dem wir Rechenschaft zu geben haben über unser Leben. Es ist der Adel des Menschen, dass er zu einem Leben aus, mit und für Gott berufen ist. Über einem solchen Leben leuchtet die Verheißung Gottes: Christus ist unser Leben, darum sterben Gewinn. Der alt gewordene Christ hat eine große Zukunft. Er darf, anders als in jungen Jahren, auf den Tag warten und sich auf ihn rüsten, an dem der Herr ihn heimholt und er bei Gott sein darf alle Zeit. Jeder abgeschlossene Tag ist ein Tagmarsch näher heim. Johannes schreibt: Wir wissen, wenn er erscheinen wird,
werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch er rein ist. Erlöst in Jesus Christus sterben und getrost auf die Auferstehung zum Leben hoffend, das ist die letzte Gnade, die wir uns von Gott erbitten wollen. Wer zu Jesus gehört, sieht dem Sterben mit Ernst entgegen, braucht aber keine Furcht vor dem Kommenden zu haben. Wenn wir die Pforten des Todes durchschreiten, wird Jesus mit uns sein und uns nicht der Nacht der Finsternis überlassen. Wir werden den Tod nicht sehen. Lebendige Hoffnung und frohe Erwartung der Begegnung mit Gott ist eine gnädige Frucht eines weisen, reifen und gesegneten Alters. Machen wir uns das Gebet zu eigen. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Weisheit, Reife, Hoffnung als Frucht des Alters. Ein Prozess, in dem wir stehen. Gedanken wollen wir uns ja darüber machen. Der Psalmist gibt uns einen hilfreichen Hinweis. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Wir erkennen dann, dass unsere Tage gezählt sind und dass es erfüllte, nicht nur gefüllte Tage sind, wenn wir sie weise gestalten. Weise ist, wer erkennt, dass jede Lebensphase ihr eigenes Gepräge und ihren eigenen Wert hat und nicht alt gegen jung ausspielt. Weise ist, wer dem Gerede entgegentritt, ein Mensch über 65 sei nichts mehr wert, sondern wer in jedem Alter sich offen hält für das Wagnis des Lebens und sich nicht fürchtet vor Verantwortung und neuen Aufgaben. Weise ist, wer neugierig bleibt auf das, was der kommende Tag bringt und sich nicht von Enttäuschungen beirren lässt. Weise ist, wer sich auch im Alter ein junges Herz und einen regen Geist bewahrt und nicht erstarrt in Prinzipien, Anklagen und Selbstmitleid. Weise ist, wer sich von liebgewordenen Vorstellungen und Gewohnheiten lösen kann und sich nicht an Vergangenes festklammert, denn nur so kann er Neues empfangen. Weise ist, wer mit seinen Gedanken nicht nur um sein eigenes Wohlergehen greift, sondern sich für das Wohl anderer einsetzt. Weise ist, wer dafür sorgt, dass die ältere Generation unter uns Lebensrecht behält und sie nicht abschiebt und ausgliedert. Weise ist, wer sich in den Wandlungen des Lebens auf die Treue Gottes verlässt und angesichts des Todes der Verheißung des Lebens vertraut. Auf diese Treue Gottes, liebe Hörer, geht das nächste Lied von Jochen Klepper ein. Nicht er.
Wie gut, wenn ein älter gewordener Mensch so viel Lebensweisheit in Gemeinschaft mit Gott gesammelt hat, dass er gelernt hat, sein Leben im Vertrauen zu Gott zu gestalten und sich nicht von den Widerwärtigkeiten des Lebens verdrießen lässt. Dabei geht es aber nicht ohne die bewusste Bereitwilligkeit, das Leben positiv mit Gottes Hilfe zu meistern. Einige Lebensweisheiten aus den Werken der aus Lettland stammenden Schriftstellerin und Literaturhistorikerin Dr. Zenta Maurina können uns dabei zur Hilfe werden. Seit ihrem 5. Lebensjahr war sie als Folge einer Kinderlähmung an den Rollstuhl gefesselt. Sie schreibt: Einige Regeln der geistigen Hygiene habe ich in langer Lebenserfahrung ausgearbeitet, aber leider nicht immer befolgt. Trotzdem tut es gut, sich seine eigenen Gebote aufzuschreiben. Ob ins Notizbuch oder auf die Tafel des Herzens, ist nicht so wichtig. Jeder zu Ende gedachte, ins Bewusstsein erhobene Gedanke formt unser Leben. Eine neue Erkenntnis kann mehr als nur unser eigenes Sein verwandeln. Erstens, baue. Das äußere Haus ist früher oder später fertig. Wer am Inneren nicht ununterbrochen baut, wird von den einstürzenden Mauern begraben. Arbeit nicht als Fron, sondern als Erfüllung. Zweitens, staune. Wo das Staunen aufhört, hört auch Liebe und Verstehen auf. Wehe denen, die blinden Herzens an der Schönheit der Welt und der Einmaligkeit des sich wandelnden Menschen vorbeigehen. Drittens, vertraue. Misstrauen zersägt die Lebenswurzel, Vertrauen stärkt sie. Besser 10-mal enttäuscht werden, als dem Mitmenschen verdächtigend entgegentreten. Wenn in den gegenseitigen menschlichen Beziehungen das Erste das Staunen ist, dann das Höchste, das Vertrauen. Viertens. Erwarte von einem Apfelbaum keine Tannenzapfen und von einer Tanne keine Äpfel. Der Hagel der Vorwürfe zerschlägt die Äpfel am Apfelbaum und die Zapfen an der Tanne. Die Eigenart des anderen erlauschen und ihm nicht unsere Eigenart aufzwingen. Fünftens, ehe du dich an einen Menschen bindest, frage dich, ob du seine Fehler ertragen wirst. Mit den guten Eigenschaften kann jeder zusammenleben. Nur zu leicht vergessen wir, dass der andere ebenso unvollkommen ist wie wir selber. Sechstens, ehe du dich von einem Menschen trennst, sei der Stunde eingedenk, da du mit ihm am glücklichsten warst. Es gibt Lichtaugenblicke, die das ganze Leben überstrahlen, Oasen, die den Durst langer gemeinsamer Wüstenwanderungen stillen. Wer sie vergisst, war nicht wert, ihnen zu begegnen und wird sie nie wiederfinden. Siebtens, gestehe dem Du die ihm notwendige Einsamkeit zu. Trennungen sind notwendig, um das Nahsein zu erhalten. Achtens, nicht zaudern und sagen, sondern handeln und wagen. Die unangenehmen Dinge am Morgen verrichten, die angenehmen für den Abend aufsparen, auf dass der Vorschmerz kurz, die Vorfreude lang sei. Neuntens, lass eher deinen Körper als den Geist darben. Die Seele ist eine wirkungsreichere Realität als der Körper. Ein Mensch im geistigen Gleichgewicht kann physisches Ungemach bis zu einem gewissen Grad überwinden. Hat die Seele ihr Zentrum verloren, stürzt auch der stärkste Athlet in den Abgrund. Zehntens, für den Tag sich rüsten, zur Nacht Vertrauen fassen. Beginne und beschließe den Tag mit einer Andacht. Wie du den Körper morgens und abends reinigst, so läutere auch deine Seele, auf dass ihr nicht ein schlechter Geruch entsteige. Achte auf die Diät der Seele. Elftens, wisse dich immer als Werkzeug eines Höheren.
Im Käfig des Ichs erstickt man bald. Wer sich freiwillig Gott unterwirft, freiwillig in den Dienst eines guten Menschen oder einer guten Sache stellt, wird sein Leben meistern. Und zwölftens, lebe so, als sei jeder Tag der erste und der letzte. Der Tod ist allgegenwärtig, darum entziehe nie eine Freude demjenigen, der sie von dir erwartet, und gewähre sie auch dem Fernstehenden, der sie von dir zu erwarten nicht wagt. Wer die Freude vermehrt, dient Gott. Lebensmeisterung ist unsere Aufgabe, Lebenserfüllung Gnade. Das eigentliche Altwerden, liebe Hörer, können wir nicht nur an einem bestimmten Lebensalter, auch nicht nur an der körperlichen und seelischen Verfassung eines älteren Menschen ablesen. Es wird ganz wesentlich von zwei Faktoren mitbestimmt sein. Erstens von unserer Einstellung zum Leben und unserem Lebensstil und zweitens, noch nachhaltiger, von unserem Glaubensleben mit Christus und einer an Jesus Christus orientierten Lebensführung. Der Christ, der in Jesus Christus verwurzelt ist, wird bis ins hohe Alter Gottes Gerechtigkeit, Güte und Treue preisen. Das Lob Gottes wird auf seinen Lippen nicht mehr ersterben, auch wenn die natürlichen Kräfte abnehmen. Die Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus erhält das Herz jung, auch dann, wenn die körperlichen Organe ihren Dienst nur noch mangelhaft erfüllen. Alt werden und doch froh und getrost bleiben, ist das Geheimnis eines erfüllten und gereiften Lebens. Gerade für junge Menschen und auch für die, die in der Vollkraft ihres Lebens stehen, wünsche ich mir solche wegweisenden Vorbilder eines frohen und gesegneten Alters, Väter und Mütter in Christo, die prägend wirken durch ihre Liebe und Geduld, durch Weisheit und Verständnis. Es ist gut, wenn wir uns das ganz bewusst machen, dass auf keinen Fall das Alter von selbst gelingt. Elie Heus Knapp sagte es einmal so: Ein lebenswertes Alter wird kaum jemandem geschenkt. Man muss rechtzeitig etwas dafür tun. Wenn wir Altersschäden entdecken, dann sollten wir nicht jammern und klagen. Es ist verkehrt, immer wieder den Vergleich zwischen dem, was wir früher leisten konnten, und dem, was wir heute alles nicht mehr können, zu ziehen. Wir wollen vielmehr nach vorne sehen, uns über die uns noch gegebenen Möglichkeiten freuen und sie nutzbringend anwenden. Man muss Gott um geöffnete Augen bitten, die Chancen zu erkennen. Einem besonders weit verbreiteten Übel, das lähmende Kraft hat, müssen älter werdende Menschen bewusst widerstehen lernen, dem bemitleidet werden wollen und dem sich selbst bemitleiden. Das lähmt alle positiven Kräfte zu einem zufriedenen Leben im Alter. Es macht wehleidig, empfindlich und gemeinschaftsstörend. Abnehmende Kräfte gehören zum Altwerden. Demgegenüber sollen und wollen wir viel stärker herausstellen, was Gott uns alles gelassen hat und sogar neu erschlossen und gegeben hat und wie wir es für uns und andere dienstbar machen können. Auf geistigem Gebiet zeigt sich am meisten, dass der Mensch im Alter erntet, was er in früheren Jahren gesät hat. Es ist erstaunlich, wie lange der Geist schöpferisch tätig sein kann, wenn man früh genug damit begonnen hat, ihn zu schulen. Dazu gehört auch das Auswendiglernen von Bibelworten und Gesangbuchliedern. Darum sollte man auch im Alter, wenn es irgend geht, noch regelmäßig lesen, und zwar nicht nur Zeitung, sondern auch die Bibel und andere anregende Literatur. Auch nachdenken über sein Leben, Gespräche führen, sich informieren,
vielleicht auch beginnen, einmal entscheidende Stationen seines Lebens niederzuschreiben. Es gibt aber auch eine schwere Lektion, die es bis ins Alter zu lernen gilt, zum Beispiel das Loslassen und Zurücktreten können. Das gehört zu den größten Aufgaben des Alters. Die Erwachsenen Kinder freigeben, wenn sie selbstständig werden, Familie gründen und einen eigenen Lebensstil entwickeln, vom Berufsleben sich zurückziehen, Ämter abgeben an die jüngere Generation, auch in der Gemeinde, sich lösen auch von so manchen Gegenständen im Haus, die bei Jüngeren noch einen besseren Dienst tun als bei uns. Es gehört zur Tapferkeit des Alters, auch Liebgewordenes abgeben zu können. Das Alter meistern heißt auch, noch mehr als in jüngeren Jahren Gottes Wort lesen, hören, in sich aufnehmen und tun. Beten als Dank, Beugung und Bitte, als Fürbitte, Anbetung und Lobpreis. Die Probleme des Alterns, die Anfechtungen, Versuchungen und Kümmernisse des alten Menschen werden nur überwunden, wenn er es lernt und übt, alle seine Sorgen auf den Herrn Jesus zu werfen, in der Gewissheit, dass er sich um alles kümmert. Wer so Tag für Tag Gott vertraut, strahlt Frieden aus, lebt gelassen und zuversichtlich und liebt Gott und Menschen. Sein Leben trägt die Frucht des Alters, Weisheit, Reife, Hoffnung. Alter ist vorletzte Erschütterung, die letzte ist das Sterben. Ausreifen muss jede Frucht, auch das Herz, um dem Altsein gerecht zu werden. Wissen, was wesentlich ist, heißt, wissen um das, was im Vergehen bleibt. Die Liebe bleibt, weil Jesus Christus bleibt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das Abnehmen beginnt nicht erst im Alter und das Wachsen hört im Alter nicht auf. Wir wissen, was wesentlich ist, wenn wir gelernt haben, unsere Hoffnung allein auf die Gnade zu setzen.